Hier. Da. Ich komme. Rechtsklick. Dankeschön. Es ist nett von dir, dass du mir deine Wolle gibst. Ich habe keinen Platz mehr. Okay, schmeißen wir einfach mal die Pfeile weg. So, weiter scheren. Schnipp. Dich kann ich nicht scheren, ne? Nö. Boink. Guti, wir haben endlich ein bisschen Wolle bekommen und das gleich 6 Stück. Damit kann man das ein oder andere anfangen. Und hier haben wir sogar Eier von irgendwelchen Hühnern. Warte mal, da schmeiße ich auch noch was weg. Was brauche ich denn noch nicht mehr? Porzellansternchen, sowas ist Blödsinn. Hier, komm, friss. Vielleicht da eine Spinne? Da sind auch noch Hühner. Es ist kein Wunder, dass ich an die ganzen Hühner und so weiter nicht rankomme, wenn die überall in irgendwelchen Höhlen rumgeistern. Bei Spinnen. Spinnen fressen die doch alle auf. Jetzt finde ich nicht mehr zurück. Was mache ich denn jetzt? Nein, wir finden wieder zurück. Wir werden auch wissen, wo wir herkommen, wenn wir erstmal ein bisschen gelaufen sind. An dem Huhn vorbei. Wir haben Eier. Coole Sache das. Gucken wir uns mal hier oben um. Von wo sind wir jetzt gekommen? Von da? Ich glaube von da, ne? Wir laufen einfach mal. Da ist auf jeden Fall ein Hase. Da auch. Ihr kommt mir so bekannt vor. Aber ihr seid mir nicht bekannt. Ne, ehrlich jetzt, von wo bin ich gekommen? Ich glaube, ich brauche einen Kompass. Wenn ich herausfinde, wie ich einen Kompass mache, dann mache ich mir erstmal einen, denn ich habe keine Ahnung, wo ich mich hier gerade befinde und ob ich auf dem Heimweg bin oder nicht. Wer weiß, wo wir hier rumgeistern. Wir holen uns nicht mal. Bin ich hier richtig? Ja doch, das ist der Berg. Da, oh, ich bin ja völlig im Kreis gelaufen. Ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. Aber hier gibt's Kohle. Vielleicht sollte ich mir das mal markieren. Wo sind die Fackeln? Da. Gut, markieren wir uns mal. So, vielleicht sieht man das aus der Ferne leuchten. Dann können wir nachts mal hergehen, wenn wir einigermaßen gut ausgerüstet sind und uns die Viecher nichts mehr anhaben können. Das wäre schön. Und hier gibt es auch ein Schwein. Ich hätte einfach bloß hier rüber gehen müssen. Aha. Okay, wenn die Schweine sich hier vermehren, dann ist das gut. Aua. Oh, das tat nicht gut. Ich sollte dringend was essen. Und wenn es nur was Kleines ist, ein Apfel oder so. Vielleicht liegen hier noch die Setzlinge rum von den Bäumen, die wir abgeerntet haben. Ja, tun sie. Super. Plopp, plopp. Kuh, hast du noch einen Setzling gefressen? Ich glaube nicht. Komm, wir gehen nach Hause. Ich meine dich, Kuh. Na, wie sieht's hier drüben aus? Schon ganz gut, aber ich weiß nicht, ob das schon fertig ist. Ich glaube noch nicht. Und auch Zuckerrohr wächst extrem langsam. Also der soll jetzt erst einmal wachsen. Wir werden ihn so langsam dann wachsen lassen. Und wenn er dann größer ist, werden wir ihn auch verwenden. Aber jetzt noch nicht. So, sehr schön. Wir haben das ein oder andere. Dann machen wir jetzt die Tür zu. Sorry. Und craften ein bisschen was um. Allerdings sollte ich erstmal das ganze Zeug, was ich noch im Inventar habe, irgendwie weglegen. Das brauche ich jetzt nicht. Eichensetzlinge, Gras brauche ich sowieso nicht. Eier auch nicht. Wobei Eier kommen in die andere Truhe. Hier rein. So. Dann haben wir noch gebratenes Kaninchen kann rein. Das kann rein. Pfingstrose, das sind Blumen und sowas alles. Ich glaube, die mache ich mal in eine extra Truhe. Ah, ich wollte noch ein paar Truhen machen, ne? Was habe ich denn für ein Holz mit? Ich habe hier Eichenholz. Und wo ist das Birkenholz? Graue Wolle? Ich habe keine Ahnung. Haben wir das gar nicht mitgenommen? Verdammt. Na gut, da muss ich aus Eichenholz das Ganze fertig machen. Ist auch nicht schlimm. Hier war das. Nee, das brauche ich nicht. Da ist überall Erde. Erde habe ich nicht mehr.
Gut, dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen was an Holz. Und an Kisten. Ach Quatsch. So ist gut. Nee. Okay. An die Workbench. Da bitte einmal die Kiste fertig machen. Obwohl, können wir gleich mal ein paar mehr machen. So. Dann haben wir 4 Stück. Okay, das reicht für eine Weile. Dann können wir da einiges mit unterbringen. Machen die Essenskiste erstmal größer. Dankeschön. Und hier kommt dann Sonstiges rein. Und da weiß ich noch nicht. Hier kommen Dinge rein, die ich nicht zuordnen kann, wie Blumen und sowas alles. Das ist völliger Blödsinn, ob ich die nur habe oder Pfiffi macht eine Wurst. Das ist nachher nur, um seinen Garten zu verschönern. Eichenholzbretter. Ja, für Holz wollten wir eigentlich auch eine Extrakiste haben. Das war eigentlich die Holzkiste, aber die Eichenholzbretter brauche ich noch. Fichtenholzbretter, daraus könnten wir auch noch irgendwas zaubern. Mal sehen. Die Tür. Ja, hier kommt... Was kommt hier rein? Hier kommen alte Gegenstände, die kaputt sind oder die ich nicht mehr brauche, mit rein. Nee, das nicht. Stock. Na, Stickies brauche ich immer mal. Knochen legen wir erstmal hier mit rein. Kohle. Kohle kommt zu Stein. Wolle kann hier erstmal mit rein. Faden. Das muss ich alles später noch umsortieren. Ja, wird noch spannend. Gut. Dann fangen wir mal an, unser Dach, fertig zu machen. Meine Güte. Ich krieg's nicht hin. Ich bin zu doof dazu. Ach, diese Mitternachtsmusik. So ist gut. Dann machen wir nach und nach alles zu, sodass uns keiner mehr besuchen kommen kann. Wir mögen keine ungebetenen Besucher. Wir lassen die Menschen alle draußen und wir lassen sie verhungern. So ist gut. Na, passt doch. So, alles leer. Ein Stack habe ich noch. Zwar nicht mit viel Holz, aber immerhin ein bisschen. Da steht noch ein Block rum. Bleibst du hier? Kommst wieder zurück in meinen Besitz und wir gehen weiter. Mit dem Dach, munter und heiter. Okay. Ist doch schon mal ganz schön. Und sehr muschelig. Muschelig und kuschelig. So, eins. Das werde ich natürlich in regelmäßigen Abständen haben. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Passt perfekt. Super. Ja, wunderbar. Als wäre es mit Absicht ausgemessen. Aber nein, haben wir nicht. Ihr habt es gesehen. Einfach bloß so irgendwas hingezimmert. Gudi. Dann bauen wir das Innenleben ab, was wir hier schon mit hingezimmert haben. Das brauchen wir nicht mehr. Okay, da ist es besser, eine Axt zu haben. Müssen wir uns nachher auch noch eine neue zimmern. Achso, und Eisen ist ja schon wieder fertig, ne? Dann können wir uns eine Hose machen oder sowas. Sehr nice. Also, ab zur Workbench. Hose! Juhu! Endlich! Wir kriegen eine Hose! Wir laufen nicht mehr nackig durch die Gegend. Und wir haben jetzt 3,5 Rüstung. Das bedeutet, die Bösewichte können uns noch weniger anhaben. Finde ich sehr nice. Oh, das mag ich. Es geht richtig schön schnell voran.
Wir haben unsere Ruhe, keiner kann uns mehr irgendwas tun, nicht mal die Spinnen kommen hier mehr rüber. Und wenn wir erstmal ein Dach haben, kommen die auch nicht mehr ran. Ich hoffe, dass wenn wir nachher den Keller eingraben oder ausgraben, da nicht irgendwelche Viecher drin rumschwirren. Aber eigentlich sollte das nicht passieren. Ups, das war die Axt. Okay, die Axt ist weg, aber wenigstens haben wir wieder 45 Blöcke, die wir einfach so verbauen können. Finde ich gut. Ziehen wir die doch einfach mal hier so mit lang. Na gut, fast. Das war schon ein guter Ansatz. Hat aber nicht ganz gefruchtet. Dann gehen wir nochmal zur Workbench und stellen uns nochmal was Neues her. Steine habe ich jetzt nicht mit dabei, dann nehmen wir die Stöcker wieder raus. Einmal kurz zur Kiste mit den Steinen. Steine sollte man immer mal dabei haben, gerade für solche Bauprojekte. So schön. Dankeschön. Eine Steinaxt haben wir jetzt wieder. Perfekt. Ich muss noch den Dreh rauskriegen, wie schnell und wie langsam ich drehen muss, um an die jeweiligen Items zu kommen, die ich brauche. Ist nicht immer so einfach, aber wir kriegen das so langsam hin. Gudi. Hervorragend. So, damit ist das Innenleben gleich komplett weg. Dann haben wir unsere Ruhe, die Tür kommt auch weg. Dankeschön. Die haben wir wieder im Inventar, wie schön. Draußen grummeln einfach so die Zombies rum. Sollen sie machen, ich habe meine Ruhe. Und wir dürfen wieder weitermachen. Oh, ich dachte gerade, da sitzt irgendwas auf meinem Dach. Aber nein, es war der Berg, der einfach so drüber geluckt hat. Hier ist was los, Leute. Sehr schön. Na. Hey. Es klappt nicht so, wie ich das will. So, weg mit diesen ganzen Balken hier wieder. Guti. Ihr seht schon, allzu viel brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir wenigstens das Haus erst einmal so komplett mit Dach und allem drum und dran. Dann fehlt uns im Prinzip der Boden und dann können wir nach und nach den Keller ausbauen und uns verschanzen und noch weiter irgendwo was graben und machen und tun. Und vielleicht haben wir dann auch irgendwann Eisenspitzhacken, womit wir noch schneller graben können. Das wäre toll, das wäre so mein Anliegen. Aber das ist im Moment noch nicht der Fall. Wir brauchen jetzt erstmal weiteres Holz. Das heißt, wir warten, bis der Tag, die Nacht vorbei ist. Könnten im Prinzip auch schlafen. Das Ding baue ich jetzt erstmal ab. Oh, das geht gar nicht so einfach. Damit auch nicht. Vielleicht mit einer Pickaxt. Ja, gut. Wo ist er? Da. Dich stellen wir mal jetzt woanders hin. Hier hinten in die Ecke. Auch du kommst weg. Ich kriege dich wahrscheinlich auch mit der Pickaxt besser weg, aber ist egal. Hat jetzt geklappt. Das Bett kommt weg. So, du kommst damit hin. Und dann würde ich hier tatsächlich mehrere Öfen nebeneinander bauen, dass wir sehr viel, sehr schnell zeitgleich produzieren können. Das wäre toll. So, dann setzen wir unser Bett neu und schlafen auch gleich, denn ansonsten haben wir nachher ein Problem, denn ist das nicht unser Spawnpunkt. Sehr schön, wir leben noch. Wuhu! Ah, bis jetzt haben wir es überlebt. Bis jetzt sind wir gar nicht so schlecht gewesen. Aber wer weiß, was noch kommt. Böses Skelett. Er weiß gar nicht, was er tut. Der läuft durch die Gegend, weil er brennt und Angst hat, dass er gleich stirbt. Und er ist gestorben. Muahaha. So, gucken wir mal, wie weit unser Garten jetzt eigentlich ist. Oh, Zuckerrohr wird schon größer. Sehr schön. Und das hier kommt auch so langsam hoch.
Dann können wir bald wieder Dinge anpflanzen und ich glaube, ich muss mal irgendwann eine Kuh töten, bis wir dann genügend selber produzieren. Vielleicht gehen wir jetzt auch einfach mal ein bisschen durch die Gegend und hacken hier das ganze Zeug weg, um noch mehr Weizenmehl zu bekommen, beziehungsweise Weizen. Was nehmen wir dafür? Die Holzaxt. Die eignet sich wunderbar. Blumen brauche ich nicht. Gras brauche ich eigentlich auch nicht, aber die ganzen Samen nehme ich mal mit. Das könnten alles Weizensamen sein, die wir natürlich dafür verwenden können, Brot herzustellen. Moin, Kuh. Oh, die Kuh hat sich verletzt. Aber die ist selber schuld. Vielleicht stirbt mal eine Kuh und ich kann einfach so das Fleisch mitnehmen, dann ist das nicht so schlimm, dann habe ich die Kuh nicht von alleine verletzt. Es ist nicht so, dass ich die Kuh wirklich aus religiösen Gründen oder sonst irgendwas verehre. Ich finde die Kühe einfach bloß cool. Deswegen habe ich gedacht, ja, guckst du dir das mal an. Da hat der sich hier einfach in den Schatten gestellt. Skelette sterben, wenn sie in der Sonne sind. Und dadurch, dass er eben unter dem Baum stand, konnte er nicht sterben. Ist das nicht ein gewieftes Skelett gewesen? Dabei haben die nicht mal ein Hirn. So, jetzt haben wir wieder ganz viel Gras abgebaut. Nehmen noch das restliche Gras weg. Auf dieser Seite. Na, Kuh. Was machst du hier? Du bist wirklich meine Hauskuh. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich echt als Hauskuh halten kann. Also irgendwann werde ich hier mal ein Gatter aufbauen und die Kühe einfach mal so einsperren, weil die einfach mittlerweile dazugehören. Ich finde das cool. So, dann brauchen wir jetzt unseren Eimer. Wo ist der? Da. Nehmen wir mal gleich zwei Stück. Rechtsklick, genau. So, das kommt dann einmal hier ran. Einmal dahin. Jetzt können wir das immer von hier abfischen. Wunderbar, so mag ich das. Guckt's euch an, wir geben uns echt Mühe und es funktioniert. So, dann die Hacke. Steinhacke noch. Ist okay, ich brauche nichts Besseres. Oh, zu weit. So, Erde wieder mitnehmen. Und die Samen gleich mal anpflanzen. Hallo Kuh, was willst du denn? Ich kann dir nichts geben. Hast du Hunger? Ich würde dir gerne Weizenkörner geben, aber ich glaube, die magst du nicht. Vielleicht kann ich ja das Gras verwenden. Ich habe keine Ahnung. So. Dann nehmen wir nochmal die Hacke. Und machen hier nochmal ein bisschen Weizen hin. Gut, das reicht erstmal, um natürlich alles so richtig schön wachsen zu lassen. Dann haben wir ja zumindest eine relativ gute Brotproduktion. Ich denke mal, das, was so orange ist, das kann man schon abernten, oder? Nee, das hier. Oder? Nein, ich hab's kaputt gemacht. So. Es war wohl doch noch nicht fertig. Schade. Da müssen wir noch eine ganze Weile warten, aber vielleicht können wir ja jetzt schon das hier so ein bisschen stutzen. Ja, funktioniert. Dann können wir das nämlich verbreitern. Dankeschön. Machen wir auch mal alles weg. Ach, guck mal, mit der Schere können wir sogar Gras schneiden. Sehr interessant. Vielleicht können wir die Kuh gleich mit Gras füttern, das wäre cool. Dann einmal tauschen. Gras nehme ich auch schon mal hier hin. So. Gras. Kuh. Kuh, ich habe was für dich. Wo ist sie denn jetzt hin? Hauskuh, komm mal her. Jo. Ich wollte dich nicht mit dem Gras verprügeln, verdammt. Hier, friss das Gras. Ja, jetzt ist die Kuh ganz traurig. Oh, habt ihr ihren Blick gesehen? Die war ganz traurig. Oh nein. Es tut mir voll leid. Die arme Kuh.
Ach Mann, es läuft nicht so, wie ich das will. Aber ist egal, wir haben auf jeden Fall sehr viel geschafft. Wir haben jetzt unser Feld wieder vergrößert. Wir haben jetzt das Dach fast fertig gemacht. Eigentlich muss ich jetzt das Dach wirklich noch fertig kriegen. Wie spät haben wir es? Ah, verdammt, wir sind schon wieder 40 Minuten am Aufnehmen. Das sind wieder 2 Folgen. Meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann kümmern wir uns darum, dass unser Haus noch größer wird, dass wir hier auch den Boden mit reinkriegen und alles andere natürlich umso schöner wird. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis bald!